Ab März gibt's weniger Rente ausgezahlt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wir hatten es ja schon in verschiedenen anderen Beiträgen auch veröffentlicht und auch in Videos. Der Krankenkassenzusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherungen wird jetzt zum 1. März greifen. Das heißt also, zum 1. März werden alle oder die meisten gesetzlichen Rentenbezieher in Deutschland netto weniger Rente ausgezahlt bekommen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Kassen, durchschnittliche Zusatzbeitrag, der bundesweit einheitliche Zusatzbeitrag steigt von 1,6% auf 1,7%. Das wären ja nur 0,1% mehr. Aber, meine Damen und Herren, kassenindividuell geht es doch bei der einen oder anderen Krankenkasse, gesetzlichen Krankenkasse, deutlich nach oben, so dass wir hier auch eine Verringerung der Nettorenten zu erwarten haben. Meine Damen und Herren, die Bruttorente wird nicht sinken, aber dafür der monatliche Auszahlbetrag. Dafür wird es keinen neuen Bescheid geben. Das sehen Sie dann letzten Endes auf Ihrem Kontoauszug, dass es da ein bisschen weniger geworden ist. Es ist schmerzhaft, das weiß ich. Die meisten Rentnerinnen und Rentner sind auf jeden Cent Rente angewiesen, den sie ausgezahlt bekommen. Aber so ist leider die Rechtslage. Im März wird es also sozusagen für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland weniger Netto-Rente geben, weil der Krankenkassenzusatzbeitrag sich erhöht hat. Das sollten Sie sich einfach nur merken. Es ist eine traurige Sache, aber es ist leider so. Wir müssen alle in den sauren Apfel beißen, die gesetzlich krankenversichert sind. Für Privatkrankenversicherte gilt das aber nicht. Privatkrankenversicherte müssen keinen Zusatzbeitrag hier leisten oder keinen Zusatzbeitrag zahlen. Das heißt also, die haben einen privaten Krankenversicherungsvertrag mit einer deutschen Versicherung, Krankenversicherung, und zahlen dann monatlich ihre Prämien nach dem entsprechenden, was in den Krankenversicherungsverträgen dort vereinbart worden ist. Meine Damen und Herren, keine guten Nachrichten, aber so ist es leider. Im März sinken die Nettorenten für mehrere oder für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.